Servus und willkommen zur Stamp Show. Mein Name ist Jürgen und heute wird es ein wenig österreichisch. Und zwar genau geht es um die Viper von 1933. Dabei geht es nicht um giftige Schlangen, sondern was es damit auf sich hat, erfährt ihr jetzt. Wir haben das Jahr 1933, genauer gesagt den 24. Juni. Wien ist in heller Aufregung, denn an diesem Tag wird ein Event der Extraklasse eröffnet. Doch unpassender könnte die Zeit kaum sein. Es sind einige Jahre vergangen, seitdem die Erste Republik gegründet wurde. Engelbert Dollfuß, der Österreich später in den Austrofaschismus führt, ist derzeit Bundeskanzler. Doch die Stimmung ist aufgeheizt zwischen den Christlich-Sozialen und den Sozialdemokraten. Die letzten Monate waren geprägt von Aufmärschen, Zensur und parlamentarischen Debatten. Parteien wie die NSDAP oder die KPÖ wurden verboten oder auch der Republikanische Schutzbund aufgelöst. Während dieser Zeit bereitet sich die Bundeshauptstadt auf ein außergewöhnliches Event vor, nämlich die Wiener Internationale Postwertzeichen-Ausstellung, kurz WIPA genannt. Von 24. Juni bis 9. Juli 1933 ist Wien somit Mittelpunkt der Philatelie-Welt. Allein die Vorbereitungen dauerten 3 Jahre und die Ausstellung wurde sogar von Bundespräsidenten Wilhelm Miklas eröffnet. Sogar im Radio wurde die Ausstellung übertragen. Insgesamt gibt es 3 Ausstellungsgebäude, die Sezession, das Künstlerhaus und das Militärcasino. In den 16 Ausstellungstagen können 42.000 Besucher und Besucherinnen die 800 ausgestellten Sammlungen begutachten. Viele Menschen reisen aus Europa an, einige sogar aus Amerika. 17 Postverwaltungen sind anwesend und 9 Briefmarkendruckereien. Auch die österreichische Staatsdruckerei ist in der Sezession anwesend. Dort wird vor Publikum der Neudruck der ersten österreichischen Zeitungsmarke, der Blauen Merkur, gedruckt und verausgabt. Zu dieser Marke wird es noch später ein Video geben. Diese Ausstellungen gelten seit jeher als Visitenkarte der Philatelie. Sind sie doch Vermittler zwischen Fachpublikum und der Öffentlichkeit, so wundert es nicht, dass diese Ausstellung noch weitere Male stattfand, zuletzt 2008. Doch nun zur Marke selbst. Die WIPA-Marke selbst gibt es in verschiedenen Ausgaben. Zum Beispiel auf normalem Papier mit einer Auflage von 40.000 Stück, auf Faserpapier mit einer Auflage von 20.000 Stück und als Blockausgabe. Eine Blockausgabe ist eine besondere Form von Postwertzeichen. Dort sind bis zu 6 Marken gedruckt. Eine besondere Blockausgabe stellen wir euch in einer der nächsten Folgen vor. Also Kanal abonnieren und keine Folge verpassen. Zurück zum WIPA-Block. Dieser wurde zu je 4 Marken ausgegeben und diese unterschieden sich von den gewöhnlichen Marken durch eine unterschiedliche Zahnung. Aber man erhielt den Block nur, wenn man 4 Eintrittskarten gekauft hatte. Hier seht ihr einen Umschlag, bei dem der Block ausgegeben wurde. Die Gesamtauflage liegt bei 10.000 Stück, wobei die Hälfte geteilt wurde. Der Wert der Marken liegt bei 50 plus 50 Groschen. Das Motiv zeigt eine Postkutschenszene. Darunter die Melodie eines Posthornrufs. Robert Jung war für den Entwurf verantwortlich, Ferdinand Lorber für den Stich. Natürlich wurde die österreichische Staatsdruckerei mit dem Druck beauftragt. Hier seht ihr noch ein Faksimile, erkennbar an der Aufschrift vorne und hinten. Ich hoffe, wenn ihr jetzt an WIPA denkt, denkt ihr nicht nur an Schlangen. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen zum Thema habt, schreibt sie doch unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, unseren Social-Media-Auftritt zu liken, dann bleibt ihr auch immer informiert. An dieser Stelle sage ich Servus und bis zum nächsten Mal.